Schau dir dieses Video unbedingt an, wenn du Flecken von Reifen, Kugelschreiber oder Edding auf deinen Sitz hast, denn ohne diesen Trick kommen die Flecken immer wieder, egal wie oft du reinigst. Als allererstes fordere ich jeden und jede, die dieses Video sehen, dazu auf, legt bitte niemals Reifen auf Ledersitze, denn die ausgasenden Weichmacher und Lösungsmittel aus dem Reifen sind wie Tätowierung auf Leder. Das heißt, wir bekommen sie kaum weggereinigt und manchmal sogar nicht mal überfärbt. Da brauchen wir ein ganz bestimmtes Material und einen ganz bestimmten Trick, damit das überhaupt weggeht. Gleiches gilt für Kugelschreiberflecken und Edding. Also, wenn du mit diesen Materialien im Innenraum zu tun hast, dann passt bitte unbedingt auf, dass es nicht ans Leder kommt. In dem Fall ist es jetzt leider schon zu spät und wir müssen reagieren. Deswegen gucken wir mal, wie wir die Flecken jetzt weg und beseitigt bekommen. Als allererstes müssen wir die Oberfläche reinigen. Zum einen, um vielleicht lose Verschmutzungen zu entfernen und zum anderen aber auch natürlich, um die Oberfläche vorzubereiten auf das Lackieren, denn eine dreckige Fläche kann man schlecht lackieren. Also erstmal Lederreinigung, Scrubhead abwischen. Und wir sehen, ein bisschen davon geht schon weg, also scheinbar sind einige Verfärbungen auf dem Leder nur oberflächlicher Art. Nach der Reinigung, gerade oben an der Lehne, siehst du ja am unteren Bildrand noch den Reifenabdruck. Also da ist auf jeden Fall noch was da und wir müssen einen nachlegen. Wir entfetten schon mal die Oberfläche, das müssen wir sowieso vor dem Lackieren machen, aber vielleicht hat das Lösemittel auch eine Chance. Leider allerdings sieht man hier noch zwar sehr schwach, aber man sieht einen Reifenabdruck. Das mildestmögliche Mittel hat nicht zum Erfolg geführt, das habe ich mir schon gedacht, aber probieren wollte ich es trotzdem, dann immer wirklich so mild wie möglich anfangen und dann erst den Aufwand und die Aggressivität steigern. Der nächste Schritt ist das Färben und das Überfärben. Jetzt kommt hier aber der Knackpunkt, wir können nicht einfach nur Farbe drüber legen, das wird zwar erstmal super aussehen, aber spätestens nach 6 Monaten ist der Abdruck wieder da. Deswegen brauchen wir ein ganz bestimmtes Produkt, was das verhindert und wie wir das anwenden, in welcher Reihenfolge, das zeige ich dir jetzt. Das wichtigste Mittel ist der sogenannte Blocker. Der sorgt ähnlich wie so ein Nikotinblocker an der Wand dafür, dass die Farbe bzw. der Abdruck nicht mehr durchkommt bzw. hoffentlich nicht durchkommt. Denn auch hier kann es nochmal passieren. Deswegen, da kann diese Sache wiederholt werden. Hier haben wir es auch schon einmal repariert und müssen es noch ein zweites Mal wiederholen. Der Blocker wird aufgetupft, trocknen gelassen und danach glatt geschliffen. Das kann in 2 dünnen Schichten erfolgen. Und ganz wichtig, wenn du 3-schichtig lackierst, also Grundierung, Farbe, Klarlack, dann vor der Grundierung den Blocker, dann erst die Grundierung und dann die Farbe. Du kannst diese Reparatur aber auch nach dem Fresh-System durchführen, also du tupfst die Farbe. Das machen wir aber nicht, weil es eine Profi-Reparatur ist. Kommt dann, wie gesagt, nach dem Blocker die Grundierung, die wird auflackiert, trocknen gelassen oder trocken geföhnt und dann kommt die Farbe flächig deckend auf die Oberfläche. Wir blenden die benachbarten Flächen noch mit ein, damit wir eine schöne homogene Oberfläche bekommen. Wichtig ist, dass du hier so deckend lackierst, dass man die Abdrücke oder die Flecken im Leder nicht mehr sieht, denn das wird nicht nochmal nachtrocknen oder so, sondern es muss hier schon wirklich deckend lackiert sein und dann ordentlich getrocknet werden. Nach der Farbe macht es durchaus Sinn, einige Stunden zu warten, bevor der Topcoat, also der Klarlack, draufkommt, damit wir einfach sicher gehen können, dass die Schicht deckend genug gesprüht wurde und nicht wieder was durchkommt. Am Ende kommt der Topcoat oder Klarlack. Falls du nochmal in der Tiefe sehen willst, wie wir Leder reparieren und lackieren, findest du hier oben ein weiteres Video. So, die Sitze sind wieder repariert, Felgenabdrücke, Reifenabdrücke nicht mehr zu sehen, aber ich sagen, laden wir die Reifen noch gleich wieder ein, dann sind wir jetzt fertig, oder? Nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Bitte tut euch selber und auch eurem Aufbereiter den Gefallen. Das ist auch ein Job, um den reißen wir uns nicht. Da ist das Risiko, dass wieder durchdrückt, relativ groß. Die Behandlung muss man manchmal ein zweites oder drittes Mal wiederholen. Deswegen keine Reifen auf Ledersitzen transportieren, kein Edding, mit dem Edding nicht das Leder anmalen, den Kindern keinen Kugelschreiber im Auto geben, also passt da bitte auf, weil das ist wirklich ärgerlich, kostet viel Geld, ist viel Arbeit und manchmal ist das Leder so stark tätowiert, dass es gar nicht mehr zu retten ist. Da muss neu besattelt werden und das wollen wir natürlich nicht. Also, falls es nochmal passiert ist, kann man es nochmal beheben mit der Methode. Ist übrigens auch für den Endkunden was zu machen, anwendbar. Die Produkte kann man so kaufen. Ist ein bisschen schwieriger, nicht mal so eben, aber jemand, der handwerkliches Talent hat, kann, wenn er sich an die Anleitung hält, auch das schaffen. In diesem Sinne, ich hoffe, du musst das nie nachmachen. Wenn doch, weißt du jetzt wie. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut und hau rein. Die Beta-Gruppe ist durch, der Kurs ist komplett fertig. Autopolieren Masterclass ist jetzt online. polieren-lernen.de. Gehen, lesen, checken, anmelden und alles über das Polieren lernen, was es zu lernen gibt.